Hallo Kameramagier, heute lernst du das höchstwahrscheinlich geilste Tool in DaVinci Resolve, nämlich Partikelsysteme. Partikelsysteme können allen etwas mehr Zauber hinzufügen, wie zum Beispiel diesem Abo-Button hier, dem die Herzchen um die Ohren fliegen. Oder du kannst Funken hinzufügen, einfach so per Fingerschnips. Sie können auch das gewisse Etwas zu deinen Transitions hinzufügen. Oder wenn du es nochmal so richtig krachen lassen willst wie Thanos, dann schnippst du nochmal richtig und schon... Oh, ich glaube, ich habe mich selbst mit aufgelöst. Und bevor ich dir gleich erkläre, wie das Ganze mit den Partikelsystemen funktioniert, möchte ich dir noch sagen, ich habe in diesem Video drei QR-Codes versteckt zu den Presets, die du jetzt am Anfang gesehen hast. Und du hast bereits einen verpasst. Okay, also lass uns nach DaVinci gehen. Okay, als allererstes brauchen wir einen Particle Emitter und einen Renderer, weil ansonsten können wir nichts von den Partikeln sehen. Und die findest du auch hier oben in der Leiste. Und wie du siehst, ist es zuallererst einfach nur ein Ball. Und in dem ersten Tab, den hier oben, da findest du die Einstellung, wie viele Partikel man pro Frame spawnen will und vor allen Dingen auch, ob sie irgendwie eine Anfangsgeschwindigkeit haben sollen oder in welchem Winkel diese Partikel abgestrahlt werden sollen. Der Tab mit dem Pinsel ist der Style-Tab. Hier bestimmst du das Aussehen deiner Partikel. Du kannst zum Beispiel Linien, Blobs und anderes nehmen. Du könntest auch einen Brush nehmen, wodurch du die ganz normalen Brush-Assets, die mit DaVinci mitkommen, nutzen kannst. Aber die sind meiner Meinung nach eher nicht hilfreich. Wer will schon eine Bombe als Partikel haben? Viel hilfreicher dagegen sind die Linien, die dir auch noch ein bisschen wenigstens eine Richtung anzeigen, wohin das Ganze zeigt. Aber was richtig cool ist, wie du siehst, hat das Ding hier jetzt noch keinen Input. Wenn wir auf Bitmap schalten, kriegen wir einen Style-Input. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel einen Text rausholen und den hier reinprügeln. Ich hole mir mal einen Text und schreibe da Partikel hin und verbinde das mal in den Style-Input. Und du siehst, schon habe ich eine ganze Wolke voll mit den Wörtern Partikel. Yay! Aber der Style-Input nimmt nicht nur Schrift, sondern auch Logos und alles, was du an ihn reinschmeißt. Aber du musst es vorher in eine Bitmap konvertieren. Deswegen suchst du dir eine Bitmap-Node und einen Media-Input, also ein Bild oder irgendwas, was du haben willst, und wählst dann in der Bitmap den Channel aus, den du brauchst. Bei mir ist es jetzt in Luminance, weil der am besten aussieht. Und du siehst, ich habe das DaVinci Resolve Logo reinprojiziert. Aber zur Demonstration stelle ich jetzt mal wieder zurück auf den Text. Denn jetzt geht's in den Region Tab. Der wichtigste Tab überhaupt, weil er formt, wie unser Emitter Point aussieht. Standardgemäß ist er auf Sphere, aber wir können ihn auch in einen Rectangle umwandeln und hier auch die Größe verändern. Es gibt noch andere Region-Formen, wie zum Beispiel Line, wo man einfach nur eine gerade Linie zwischen zwei Punkten ziehen kann, oder Cube, das gleiche wie Sphere, nur als Würfel. Aber der mit Abstand interessanteste ist auch wieder die Bitmap-Variante. Und wie du siehst, habe ich jetzt noch einen neuen Input hineinbekommen, den ich zuziehen kann. Und schon werden meine Partikel nur in dem Wort Partikel gespawnt. Also Inception quasi. Mega cool. Und was man damit machen kann, wir können jetzt quasi einschränken, wo unsere Partikel gespawnt werden. Okay, wir können beeinflussen, wie viele und in welche Richtung unsere Partikel gespawnt werden. Wir können beeinflussen, wo sie gespawnt werden und wie sie aussehen. Was wir noch nicht beeinflussen können, ist, wie sie fliegen. Und das können wir machen, indem wir hier zwischen den Emitter und den Renderer Nodes einfügen. Und welche Nodes sind das? Schön, dass du fragst. Hier unter Effect Library, unter Tools, findest du eine Sektion mit Partikel. Und alle diese kannst du hier dazwischen hauen, um die Bewegung deiner Partikel zu verändern. Die wichtigsten hierbei, mit denen du anfangen kannst, sind P-Directional Force, quasi die Schwerkraft, die man allerdings auch unter Winkel umdrehen kann und das Ganze nach oben fliegen lassen kann. Dann P-Friction, quasi der Luftwiderstand, der macht, dass alles so ein bisschen langsamer vonstatten geht. Du siehst, wenn ich hier jetzt die Friction erhöhe, dann werden die immer langsamer. Und was für Natürlichkeit sorgt, ganz normale Turbulenzen, also P-Turbulence.
Und mit P-Turbulence wird alles quasi so ein bisschen verwackelt und verwaschen. Und das kannst du mit diesen Reitern hier einstellen. Und mit Reseed wird es nochmal ein bisschen anders. Okay, und du fragst dich vielleicht, was macht Density? Je höher der Wert bei Density ist, umso kleiner sind die Wellen. Guck dir das an, bei Density 60 sind das ganz viele kleine Wellen, aber wenn ich jetzt Density auf 5 stelle, dann ist das eine große Welle, die quasi den ganzen Schwarm beeinflusst. Und dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel P-Vortex. Vortex ist zum Beispiel etwas, was du nehmen kannst, um Wirbelstürme zu erzeugen. Du kannst auch noch die Größe und den Winkel ändern und dadurch sieht das Ganze halt ein bisschen anders aus. Yay, wir haben einen Wirbelsturm. Damit kannst du spielen. Okay, aber wie machen wir jetzt was Cooles damit? Und zwar müssen wir eine Möglichkeit finden, das Wort Partikel wegzunehmen und die Partikel nur an den Rändern spawnen zu lassen, in dem gleichen Moment, wo wir es wegnehmen. So, dass es aussieht, als würden die Partikel genau dort auftauchen, wo das Wort weggefressen wird. Und dazu mache ich Folgendes. Ich disconnecte hier jetzt mal den Style Input, weil den brauchen wir nicht. Wir brauchen nur den Region Input. Wir wollen quasi hier einen Rand von dem Partikel auswählen. Okay, dazu hole ich mir erstmal eine Merge und einen Background. Den Background stelle ich bei Alpha auf 0, damit ist er transparent. Und ich gehe mit ihm in den orangenen Pfeil. Okay, und mit dem Text gehe ich in den grünen Pfeil rein. So. Jetzt hat sich erstmal per se nichts geändert. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, hier einen blauen Input zu holen. Also ein Polygon als Maske. Wenn ich jetzt hier eine Maske ziehe und den Center Keyframe, damit sehen wir, ist am Anfang das Wort Partikel da und dann geht es weg. So, und genau da, wenn wir uns jetzt das ansehen, genau da wird am Anfang überall gespawnt und dann nur noch am Ende. Das heißt, wir haben jetzt eingeschränkt, wo unsere Partikel gespawnt werden, aber wir haben es noch nicht auf die Kanten eingeschränkt. Und das machen wir folgendermaßen. Wir suchen uns hier den Border Width aus und wenn ich mir das jetzt anzeigen lasse, dann wird es dicker, was prinzipiell gut ist. Und wir checken Solid ab. Damit habe ich mir jetzt nur die Ränder ausgesucht. Und wenn ich das jetzt abspiele, siehst du, unsere Partikel spawnen nur genau dann, wenn die Ränder drüber gehen. Und das ist nämlich das, was wir wollen. Weil wenn wir nämlich jetzt unser Input reingeben, dann siehst du, spawnen unsere Partikel und sie fliegen weg. So, und jetzt müssen wir allerdings einen Weg finden, genau diesen Text nochmal anzeigen zu lassen. Und dazu markiere ich mir den Text, Steuerung C, Steuerung Shift V, dadurch erstelle ich mir eine Instanz, also genau eine haargenaue Kopie. Wenn ich jetzt eine Image Plane mir raussuche, eine Image Plane 3D, und da kommt gleich ein Merge 3D mit, was wir mit unserem Render verbinden können, dann habe ich nämlich jetzt genau nochmal das Wort Partikel in 3D und kann es nämlich mit dem Merge 3D und dem Render 3D verbinden und unsere Partikel spawnen jetzt natürlich genau auf dem Wort Partikel, aber es geht noch nicht weg und das liegt daran, dass wir die Maske noch nicht eingestellt haben. Wir nehmen unser Polygon Tool und machen genau dasselbe. Steuerung C, Steuerung Shift V und jetzt haben wir ebenfalls eine Instanz, die gekoppelt ist. Aber wir möchten hier noch das Solid aktivieren. Das heißt, ich klicke hier mit Rechtsklick drauf und wähle die Instanz aus, was das Ganze entkoppelt. Das heißt, ich kann jetzt hier Solid anhaken, ohne dass hier drüben Solid angewählt ist. Kann das verbinden. Und schon habe ich am Anfang das Wort Partikel. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, dann spawnen überall da die Partikel, wo der Rand ist. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir bloß noch einen Render 3D, der uns das Ganze rendert. Yay! Und jetzt siehst du, unsere Partikel werden nicht angezeigt. Wir müssen nämlich noch in 3D-Render auf OpenGL-Render umswitchen. Und schon haben wir unseren Partikel Dissolve. Und genau das gleiche kannst du auch mit dir machen.
So, ich hoffe, mit dem Video konntest du gut in das Thema Partikelsysteme einsteigen, und Partikelsysteme sind immer etwas, womit man spielen kann und kreativ werden kann. Ich hoffe, du hast dir viel daraus mitgenommen, vor allen Dingen die QR-Codes. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Kameramagier!